Es sind Wünsche geäußert worden, einmal wieder Maschinen vorzustellen. Dem will ich natürlich gern nachkommen. Ich habe mir da heuer im Frühjahr so ein kleines Spielzeug geleistet. Das mal nicht in Orange-Weiß, sondern nur in Orange, weil es mir gefallen hat und weil sie relativ günstig war. Und die wollte ich euch mal vorstellen. Herzlich willkommen bei unser Leben am Walnussbaum. Heute geht es wieder mal um Technik. Ich habe mir da so ein kleines Ding geleistet. Und die möchte ich euch heute mal vorstellen. Es ist das mal Echo. Ich muss jetzt das leider zum zweiten Mal aufnehmen, weil beim ersten Video war der Ton weg. Aber jetzt habe ich ein neues Mikrofon und jetzt geht es offensichtlich, hoffe ich, besser. Aber zurück zum Thema. Es ist das mal eine Echo. Orange-Schwarz, nicht Orange-Weiß. Es geht um die CS2511WES. 25 Kubikmeter, 1,1 kW. Sind roundabout 1,5 PS. Schnittlänge 25 cm. Laut Echo Internetseite das neueste Modell. So eine Carving-Säge, also CS heißt offensichtlich Carving-Säge. Ja, schönes kleines Spielzeug. Ihr werdet es jetzt dann ja auch sehen. Ich schnitze da jetzt dann einmal so drum damit. Ja, zu den Einzelteilen komme ich jetzt mal zum bisschen hin. Ich zeige jetzt einmal das da einmal ringsrum. Das ist der Choke. Dann da an aus. Gashebel wie bei jeder anderen auch. Da hat das Ding da so eine Luftpumpen. Also oder Spritpumpen vielmehr. Anzug. Und das war es eigentlich schon einmal ringsrum. Ah ja, die Kettenbremsen wird da drüber ein- und ausgerastet. Dann schraube ich es euch nochmal auf. Und da jetzt mal eine Frage an die Firma Stiel, wo liegt denn jetzt da eigentlich euer Problem? Ihr verkauft Motorsägen, bei anderen zwar 7, 8, 900 Euro, 1000 Euro. Warum fällt die Mutter bei Echo nicht weg? Und bei Stiel suche ich regelmäßig im Dreck. Also, so eine Mutter, die hält, finde ich einfach klasse. Wie schnell hat man mal beim Wechseln jetzt da mal schnell das Ding und dann fällt es runter und in Dreck und schon ist passiert. Ne? Die Kupplung außen liegend. Ja, alte bewährte Technik. Gefällt mir persönlich jetzt die von Stiel besser, weil es halt einfacher ist, die Ketten drauf zu machen und so weiter. Aber insgesamt geht die eine so gut wie die andere. Ne? Schwert. Ah, ich kann es nicht lesen. Ich halte es euch in die Kamera. Teilung und so weiter steht alles drauf. Ihr findet es natürlich alles auch nochmal auf unserer Internetseite. Für den, der es näher will. Und das meine ich damit, da ist
Mit der innenliegenden Kupplung ist es halt wesentlich einfacher, weil mein Schlüssel da habe ich nicht. Wobei es geht auch genauso, das war früher, war es ja auch so. Bei Carving sägen die Ketten nicht ganz so fest, ne, weil ihr habt da vorne enger rum. Und wenn ihr die so andrasselt, habt ihr gleich die Spitze kaputt gemacht. Ja, soweit geht es jetzt dann weiter mit dem Video. Zeige ich euch, wie ich da was rausschnitzt. Ich lasse ein wenig einen Ton an, ansonsten mache ich Musik und lasse das ein wenig komprimiert, weil ihr werdet ja kaum da, was weiß ich, stundenlang Video schauen wollen. Viel Spaß!
Pistole. Das waren jetzt 4 Tanken Sprit. Zeit habe ich keine Ahnung. Also insgesamt bin ich mit der Sech ganz gut zufrieden. Liegt relativ schön leicht in der Hand. Und ja, geht. Ich habe jetzt allerdings auch bloß den Vergleich zu meiner 251 mit stumpfer Ketten. Also ich finde es gut. Die habe ich jetzt ausnahmsweise mal nicht bei Amazon gekauft. Da unten in der Videobeschreibung findet ihr die Adresse, wo ich die her habe. Das ist ein kleiner Motoreninstandsetzungsbetrieb. Vor dem habe ich alle Maschinen gekauft. Auch die ist gekauft übrigens, ne? Keine Sponsoring oder irgend sowas. Ne? Das ist ganz allein meine. Und wenn ich jetzt da beschließe, ich fahre mit dem Bulldog drüber, dann kann ich auf den Kopf aufgehauen, aber dann weiß ich. Ne? Wenn ihr da Interesse an einer Echo-Maschine zum Beispiel habt, könnt ihr euch dort gerne melden. So ein kleiner Betrieb, der auch reparieren kann. Aber wenn der Motor ganz kaputt ist, kann er ihn ganz reparieren. Dann ist da nicht irgendwie große Panik im Stall und Eis schicken und was weiß ich. Das wird halt gemacht. Ja, soweit. Was ihr fragen wollt. Sollen wir das jetzt schleifen oder lassen? Ich hätte es fast leicht ein wenig drüber geschliffen, ein wenig die Flusen weg. Aber nicht viel feiner geschliffen. Und dann wird das ganze Ding noch eingeölt, damit es auch außentauglich ist. Und dann schauen wir mal, wo es zum Stehen kommt. Ich werde es euch im An für die nächsten Videos mit zeigen. Alles Bilder und so weiter findet ihr natürlich wieder auf unserem Blog, ist eh klar. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Also schreibt doch mal in die Kommentare, ob richtig schleifen oder nicht. Ich warte jetzt mal 2 Wochen. Mal schauen, was rauskommt, was ihr davon haltet. Das hören jetzt bloß wieder die, die jetzt nur da sind. Und das ist, freut mich, dass ihr noch da seid. Ansonsten, wie immer, Abo, liken, teilen. Und von meiner Seite her bedanke ich mich recht herzlich. Und bis zum nächsten Video, wieder mit Maschinen.